Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Wieder ein Film, den ich euch gerne mal zeigen möchte, und zwar der Film Virus mit Jamie Lee Curtis, Wilhelm Dafoe, nee, Quatsch, oh Gott, Entschuldigung, Wilhelm Baldwin, besser gesagt. Ja, und Donald Sutherland, ja, Sutherland, egal, ihr seht es ja selber. Meine Aussprache, wie gesagt, Englisch ist nicht vorhanden. Ja, um was geht es in diesem Film? Ganz einfach, eine außerirdische Macht trifft ein russisches Spionageschiff und es wird eben halt auch dann übernommen. Ja, die Computer übernehmen die Crew, weil die Computer sich ja mit also als in Maschinen halt ja umwandeln und eben halt sozusagen maschinell die Menschen kaputt machen und eben halt auch den Menschen auch einnehmen. Ja, die werden dann so Art wie Cyborg. Und ja, das Schiff wird halt, treibt erstmal dann als Geisterschiff im Atlantik rum. Und die Crew, in der gespielt von Jamie Lee Curtis und Wilhelm Baldwin, oh Gott, ich soll es überlassen, stoßen auf das Schiff, weil es eben halt solche, ja, was sind das so welche? Ich wollte nicht sagen. Ja, moderne Piraten auch nicht. Was sind das für Leute? Die eben halt das Schiff finden und eben halt laut internationalem Seerecht gehört eben halt ein Anteil, wenn du es irgendwie hast. Und da wurde mal durchgerechnet, oh, da ist ja richtig hier an Kohle zu machen, wie immer halt. Ne? Die Gier ist halt wieder größer. Gibt es Kohle, Kohle, Kohle. Aber was sie noch nicht mitbekommen haben und was sie dann schnell dann mitbekommen, ist dann, dass das Schiff eben halt ein nicht alleine, also nicht verlassen ist, sondern die Leute sind tot oder eben halt übernommen worden von ja, diesen Maschinen und ersetzt worden. Und ja, also sehr cooler Sci-Fi-Horrorfilm, würde ich sagen, der auch gut gemacht ist und auch nicht schlecht gealtert ist. Ja, ich habe hier noch den in Amaré-Version oben. Oh Gott, man denkt wieder, hier spiegelt alles. Voll Profi, der Junge. Voll Profi, ey. Naja. Virus halt, ja. So sieht halt von hinten alles aus. Könnt ihr mal durchgucken. Bild geht klar, der Ton geht auch klar. Hat auch sehr nette Effekte, ist auch nicht so lang. Wie gesagt, ich habe hier noch ein Wendecover. Und ich musste auch hier die Hülle tauschen, weil ich kann es dir mal zeigen. Sie kam so an. Seht ihr das? Gebrochen. Seht ihr das? So. Licht. Schärfe. Passiert gar nichts. Ah, ich hasse es. Hier seht ihr es. Entweder ein Produktionsfehler. Wie gesagt, ich habe sie getauscht. Das ist jetzt sogar meine Transporthülle. Ja, also, cooler Film. Vielleicht kennt ihr den oder vielleicht auch nicht. Dann lasst mal einen Kommentar unter meinem Video. Bis dahin, sage ich mal wieder, ciao.